Hallo und herzlich willkommen, ja auch, zu zurück zu Landwirtschaftssimulator 19. So, ich hatte in der letzten Folge das Problem mit der Silage. Habe ich nicht mehr. Ja, hat sich erledigt. Jetzt müssen wir mal gucken hier. Ach, der ist noch am Abladen hier. Oh, jetzt mal gucken. Was haben wir denn alles hier in irgendeiner Form? Das da. So, heute werden wir uns einen Hühnerstall kaufen. Wartet mal einen ganz kleinen Moment. Ich muss mal was gucken. Ich habe nämlich... Ja, siehst du, Gesamtlautstärke. Ich habe nämlich... die Lautstärke hochgedreht, weil ich in einer privaten Runde versucht habe, das mit der Silage zu lösen, aber ich habe es nicht geschafft. Ja. Dann erst mit Hilfe eines Videos, sage ich jetzt mal. So, alle. Und dann habe ich es halt eben vergessen, wieder umzuschalten. So. Du Onkel, du gehst. Genau. So. Der macht jetzt das. Dann können wir eigentlich jetzt mal die Sämaschine auf den Weg schicken. Wo steht denn die? Hallo, wo ist die Sämaschine? Da ist sie. Ah, ich habe sie gefunden. Sehr nice. Wie war denn das? Dem konnte man kein Gewicht vorne dran bördeln, ne? Weil der die da... Doch, das müsste, jetzt müsste es aber eigentlich gehen. Hä? Wieso geht denn das nicht? Nein. Ach, kannst du mich mal im Ärmel lecken. Dann kriegst du eben kein Gewicht dran. Dann kommst du halt eben so hin vor die Sämaschine. Und dann soll er zusehen, wie er fertig wird. Aber den werden wir jetzt aufs Feld schicken. Noch, komm schon. So, dann machen wir mal hier. Ich nehme mal an, wir haben ja dieses große Feld da hinten mit Gerste voll gehabt. Ich nehme mal an, dass für die Handvoll Hühner, die wir uns gleich kaufen werden, das erstmal reicht. So. Feuer, Marianne. Da können Sie mal zugucken. Ja, Sojabohnen ist gut. Gut, aussteigen. Der ist da hinten beschäftigt. So, jetzt. Ich guck mal bei die Kühe. Wartet mal. Nein, bei denen ist immer noch alles in Ordnung. Ich werde mich jetzt nochmal in den Ladewagen begeben und werde hier eine Runde pofen. Was war denn das jetzt? So, erstmal hier abhängen. Dann das Mähwerk weg. Das brauchen wir jetzt auch gerade mal nicht mehr. Soll ich. Langsam. Ab. Dann kriegst du ein paar Gewichte angebördelt. So. Dann kannst du das da auch gleich mitnehmen. Und dann werde ich dich mal nochmal über die Silage schreddern lassen. So. Dann werden wir das jetzt erstmal breit fahren. Und weil wir ja im Moment tatsächlich nichts mehr haben, was wir abmähen könnten, ich da jetzt auch gar nicht gewillt bin, da jetzt noch durch die Wiese zu brettern, werden wir das hier noch verdichten. Und dann werden wir uns einen Hühnerstall kaufen. Ja. Ich habe gelesen, da gibt es auch irgendwie so Verdichtungswalzen und vorne so eine Schaufel dran und hast du nicht gesehen. Aber das brauchen wir hier nicht, weil ne, das ist nur so ein
kleiner Popelbetrieb. Und da brauchen wir das nicht. Da kann ich die paar Fahrten tatsächlich mit dem Trecker selber machen. Ja, jetzt bin ich so eng an der Wand. Hallo. Kuscheln mit der Wand kann unter Umständen recht wehtun. Ich muss ja auch mal hier Dings, ne? Das ist schon zu 100% verdichtet. Obwohl das noch so scheiße hier so... Aber das kann uns ja letztendlich auch völlig bums sein, finde ich, oder? Weil, ne, verdichtet ist verdichtet. Und da steige ich nämlich jetzt aus dem Träger raus. Weil ich will das auch nicht so weit nach da vorne drücken. Das muss ja nur auch nicht sein, dass das irgendwo auf dem Hof liegt oder so. Gut, dann steigen wir mal... Steigen wir mal aus. Und dann werden wir den Silo mal zudecken. So, das heißt, wir bauen uns unsere eigene Silage. So, haben wir ja schon mal gemacht, aber wir brauchen sie ja für die Kühe. So einen Trecker brauche ich jetzt gerade nicht. Ich will nochmal hier bei den Mukus gucken. Ja. Alle cute. Ich müsste euch echt Namen geben, ne? Ich müsste euch echt Namen geben. Ha, wie wär's denn mit Brownie? Und hier mit Blackie? Oh, nein! Gibt es nicht, gibt es nicht. Sowas gibt's bei mir nicht. Die eine darf von mir aus, was weiß ich denn, Ingeborg heißen und die andere Karl-Heinz. Oder machen wir es anders. Die heißt Margarete und die heißt Karl-Heinz. So, jetzt wisst es aber. Ja, genau, das machen wir so. Die braune Kuh heißt Margarete und die schwarze Kuh heißt Karl-Heinz. So, damit ist das auch geklärt. Ja, ihr Lieben, ein Hühnerstall. Ich gehe mal nach da, nach Tierhaltung. Wir könnten uns sogar einen großen Hühnerstall, alles klar, Nähe, einen großen Hühnerstall kaufen. Ne, den könnte man hier so schön, warte mal, ich komme nicht an die Tasten dran. Schön hier hinstellen. Ich weiß nicht, warum das hier, ach, geh doch mal weg. Warum das hier so stört, ne, nach hier hinten. Möglicherweise sind es echt die Bäume. Ne, aber diese würde ich ungern wegreißen wollen. Nö, 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 das mache ich nicht. Die Sache mit einem großen Hühnerstall ist halt einfach, ne, der passt ja nicht überall hin. Der passt nicht überall hin. Hier wäre ja auch gar nicht so verkehrt. Allerdings, da steht ja der Heuwagen im Weg, ne? Also der Ladewagen. Ich guck mal, ob das... Was? Ja, ja, genau. Nee, lass mal wieder raus aus dem ganzen Kram. Wartet. Ich guck mal, ob dieser Ladewagen da im Weg steht. Vielleicht kriegen wir die Karre ja da hin. Obwohl ich es nicht weiß. Wenn nicht, dann ist das jetzt so. So. Pack mal das Gewicht hier hin. Das ist hinten. So. Wunderbar. Dann zähre ich den mal da runter. Ja. Schön. Langsam. Wir sind damit. So. Meine Eigentumswohnung. Muss gerade mal auf die Seite gefahren werden. So. Abhängen. Ach ja, da muss ich ja nicht abhängen. Bin ja dämlich. Mann. Geht ja nur um den Hühnerstall. Nee, den kriegt man hier nicht hin. Der kollidiert mit irgendwas. Wahrscheinlich mit diesem Schrottdreckshaufen da oben. Schön wäre, wenn ich das so dahin kriegen würde. Aber nee, das... funktioniert nicht.
Das geht nicht. Der kleine Hühnerstall geht dahin, ne? Obwohl, Moment, wartet mal, wartet mal, wartet mal, wartet mal, wartet mal. Der kleine Hühnerstall, der ist ja schon für 100 Hühner. Und der ist für 400 Hühner. Leute, wir wollen doch nicht mehr als 100 Hühner haben. Wie soll das denn? Nee, 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 nee. So, da warte mal. Da will ich mal. Will ich mal. Dann wollen wir mal, dann wollen wir mal die nackte Frau von Kanada von unten her rasieren. Haben wir als Kinder immer gesungen. Ne? Und haben uns nichts Böses dabei gedacht. Wer jetzt zweideutig denkt, ist selber schuld. So, wartet mal. Ich gehe davon aus, dass das hier vorne, ne, halt eben das da vorne, da vorne ist. Lalalalalalala. Wenn ich das kollidiert mit einem. Ach so, genau, das kann ich. Ja, gut, okay. Ja, nicht, das ist halt eben so eine Sache. Wenn ich das jetzt hier hin tue, weil das sind ja diese Anfahrtsstellen, ne? Hier vorne zwei und rechts eine. Da muss ich ja auch gescheit rankommen. Die muss ich ja auch gescheit anfahren können. Also so meine ich das, ne? Will ich das so? Ich möchte den aber auch nicht hier hinten haben. Da finde ich, ist der so weit vom Schuss weg. Der könnte praktisch überall hier hingesetzt werden. Hier bei die Kühe mit rein. Das wär's doch. Ursprünglich sollte er ja hier hin, aber ich brauchte ja einen Platz für das Durchfahrsilo, ne? Und deswegen, weil das stand ja erst da hinten. Jetzt habe ich es hier hingetackert. Da ich würde sagen, ich würde ganz. Ne, der ist noch unterwegs. Ganz einfach sagen, wir tackern das jetzt hier hin. So weit nach hinten, wie es als möglich ist. So, da ist dann auch schon vorbei. Und so weit, wie ich es hier hinschieben kann. So, meine Damen und Herren, wir sind stolze Besitzer eines Gagakhofes. Wir haben Hühner. Alter, leck mich am Arsch, guck mal an hier. Das kann ich jetzt das alles noch angleichen. Ne? Sonst komme ich überhaupt mit der Karre gar nicht hoch. Wieso hat der das so hoch angesetzt? Was ist denn das für ein Scheiß hier? Aber nun gut. So, jetzt wartet mal. Das ist Futter, nehme ich an. Diese Tür scheinen wir sogar benutzen zu können. Genau. Wie die andere Tür bei den Kühen da hinten. Das ist Futter? Ja, Wasser ist es nicht. Ja, du dann, ne, so. Ich habe ja keinen Plan, ne? Es ist ja nun das erste Mal, dass ich stolzer Besitzer eines Hühnerhofs bin. Da fahr du mal. Dann will ich mal gucken, ob ich mit dem Wasser in irgendeiner Form. Alter, das sind Auffahrten jetzt, ne? Ach, komm schon. Gefällt mir jetzt nicht so wirklich, ne? Aber nun gut, das ist jetzt nun mal da. Häng mal das Wasser an. Okay, häng erst mal an. Dann können wir aber auch gleich schon mal hier. Was? Haben die genug Wasser oder wie? Wasser, Wasser, Wasser. Haben die Wasser? Ja, dann will ich mal gucken, wie ich jetzt am besten dorthin komme. Und was ich da am besten.
oder beziehungsweise wo jetzt was hingehört. Ne? Also das hier mit diesen komischen Bergen, das ist jetzt aber nicht schön. Warum hat denn der das so hochgesetzt? So komme ich schon mal gar nicht. Guckt euch das mal an. Guckt euch das mal an. So komme ich schon mal gar nicht. Ja, aber Gott sei Dank fällt hier nichts um oder so. Gut, dann muss ich es anders machen. Das muss ich angleichen. Das geht gar nicht anders. Ich weiß ja nicht. Vielleicht. Alter Schwede. Hier vielleicht Wasser? 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 Nö, hier nicht. Hier Wasser? Nein. Nö. Dann kriegen sie eben kein Wasser. Keinen Plan, wie das funktioniert jetzt hier. Boah, guckt euch diese Scheiße an hier. So, dann stelle ich den Wasser. Ach genau, hier würde mir das eigentlich auch angezeigt werden. Ja, was denn? Das brauche ich ja gar nicht. Dann hängst du das mal bitte wieder ab. So. Dann fahren wir mal durch die schmale Gasse. Packen unseren Trecker wieder dorthin. Der Mähdrescher, der muss leer gemacht werden. Der ist da noch am... Alter, der ist doch am Grubbern da hinten. Warum hat denn der das nicht mitgenommen da? Ja, dann soll es stehen lassen fürs nächste Mal. So. Naja, falls es aufgefallen ist, ich habe ein Güllefass gekauft, ne, weil ich Angst habe, dass die Gülle überläuft und habe auch schon in einem privaten Durchgang, sage ich jetzt mal, Gülle auf die Felder geschüttet. Ob es noch richtig ist, ob es was bringt, ob es die Felder auf natürliche Art und Weise düngt, ja, ne, das fragt nicht mich. Aber unsere Bauern hier im Real Life machen das auch so. Also denke ich mal, ist das in Ordnung so. So. Gut, der hat jetzt mal so gar nicht mehr zu tun hier. Dann packe ich den einfach mal hier auf the side. So, dann muss ich mal aussteigen und muss mal bei dem Hühnerstall... Wir müssen ja auch Hühnchen haben, ne? Das Angleichen, das werde ich noch machen. Da muss ich nur mal gucken, wie ich das mache. Ah, das hier, warum ist denn der so aufgebockt hier? So ein Scheiß. Gut. Lasst uns... froh und munter sein. Gibt's denn da? Hier ist der Viehhändler. Ist hier schon wieder irgendwas nicht richtig eingestellt? So. Ich mal den Viehhändler besuchen. Dann muss ich mal hier drücken. Tierhaltung. Eine Kuhweide. Zwei Hühnerstall. Ah, okay. Gut. Ah, der sieht ja auch cool aus. Okay. Wir kriegen einen Hahn. Ein Hühnchen kostet 50 Euro. 50 Euro. Ja? Ja. Darf ich jetzt vielleicht, muss ich jetzt hier alles einzeln kaufen, oder was? Da hätte ich gern zwei weiße Hühnchen.
Schwarze Hühnchen. Ist das euer Ernst? Zwei braune Hühnchen. Ne, Doppelklick. Und einen wunderprächtigen Hahn. Gelle. Feuer, Marianne. So. Nach Hause. Okay. So viel dazu. Jetzt. Das sind sicherlich die Wassernäpfe. Die verhungern einem ja nicht, ne? Nein, ich wollte eigentlich ranzoomen, aber das wird in diesem Spiel ja gar nicht unterstützt. Wir haben doch weiße Hühner gekauft. Und jetzt so kellerdreckige hier. Was ist das für ein Scheiß? Das ist der Horn? Sehr cool. Bleibst du mal stehen? Wo willst du hin? Bleib doch mal stehen. Okay, gut. Jetzt ist die Frage, wie krieg ich bitteschön? Das ist Futter. Wie krieg ich denn die Gerste da rein? Da bin ich jetzt so ein bisschen überfragt. Wenn ich jetzt... Ne, das war jetzt so mein erster Gedanke. Ne, mit dem Hänger so. Da hier dran. Und dann Silo. Gerste drin. Bei die Hühner hin. Auf die Futterstelle. Aber auf der anderen Seite, Alter, da sind 8000 Liter Gerste dann. Das kriege ich dann never ever. Wartet mal. Hühnerstall. Nahrung, Weizen oder Gerste, ja. Eine saubere Futterstelle. Füttere sie mit den folgenden Futter mit besseren Resultaten, hörst du. Weizengerste, Effektivität 100%. Aber wie gefüttert wird, sagt natürlich wieder kein Schwanz, ne? Echt, das ist zum Kotzen. Hier muss man erst von Silo fahren und dann muss man alles selber sich erraten. Ach, guck mal hier, wir haben hier noch ein bisschen Weizen. Na, dann nehme ich den doch mal mit. Ansonsten kippe ich ihn nämlich vorne gleich wieder. Ich wollte gerade sagen, alter Schwede, wer läuft denn hier bei mir auf dem Hof rum? Nee, das wirst du nicht. Du wirst nicht blockiert. Du bist vielleicht im Geist blockiert, aber nicht in Wirklichkeit. Alter, wie soll ich denn da drauf kommen? Wieso hat der das so scheiße hier hingebaut? Das Gelände war da vorher ja auch nicht anders. Ah ja, guck mal. Da kippt mir jetzt den Weizen ein. Und das war dann eigentlich auch schon genügend. Das ist ja auch gar nicht so verkehrt. Geh mal da. Okay. Ach, guck mal an. Okay. So, und dann fangen die an und legen Eier. Moment. Hühner brauchen eine saubere Futterstelle. Fütter sie mit einem der folgenden Futtermittel. Ja, blablabla. Ach, die brauchen gar kein... Oh. Die brauchen kein Wasser. Nein. Die... Jetzt hätte ich beinahe gesagt, ne? Die produzieren ordentlich Eigenurin und ziehen dann das hoch und... Ja, trinken es wieder. Nur ein Huhn ist ein Vogel und ein Vogel... Bullert nicht. So. Der hat nämlich keine Blase.
Wie auch immer die das machen, ob die, aber die können doch nicht über so einen trockenen Scheiß. Ende der Diskussion. Wenn die kein Wasser brauchen, brauchen die kein Wasser. Dann hat sich das jetzt erledigt. Boah, guckt euch das doch mal an hier. Das wäre alles halb so schlimm. Wo ist denn hier der nächste Baum, wo ich davor fahren kann? Gut. Kippt mir das wieder weg. Los. Ab dafür. So, da bin ich mal gespannt, wie lange das reicht. So, den lasse ich einfach mal stehen. Dann gehe ich wieder zu den Hühners. Schleierhaft. Es ist mir einfach nur schleierhaft. Einmal bitteschön hoch, nein, hier. Gut. Wieder zurück zur Katastrophenbaustelle. Also das ist. Nee, 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 nee. Leute, das geht doch nicht. Wo bin ich denn? Hier bin ich doch hin. Also wenn diese Hühner gar so billig sind, was ich finde, ne? Dann könnten wir uns doch weiß Gott noch ein paar noch ein paar da reintackern. Dass die dann ordentlich Eier legen. Was ist hier? Hier müsste eigentlich. Ja, was ist das Wasser oder was? Das Gebot. Gut. Na, eigentlich noch ein paar mehr Hühner kaufen. Das wollte ich eigentlich sagen. Ja. Dann müssen wir uns noch einen anderen Hänger kaufen. Einen ohne Bordwände, habe ich auch in der vorletzten Folge, glaube ich, schon gesagt. Weil wir die Eier dann ja auch irgendwie transportieren müssen. Jo, nö. Also bis hierhin und nicht weiter. Gibt nichts Neues mehr. Wir haben gemacht, was wir machen wollten. Also ich habe gemacht, was ich machen wollte. Das Angleichen, das mache ich. Keine Ahnung. Ich muss mich darüber noch ein bisschen aufregen. Hilft alles nichts, ne? Bis ich mich damit abgefunden habe. Ja, ihr Lieben. Neuer Hühnerstall. Na? Das war mein Begehren. Wir haben schön Silo gemacht. Wunderbar. Ja, ich danke euch fürs Zuschauen. Wenn es euch Spaß gemacht hat, lasst mir ein Like da, lasst mir ein Kommi da oder vielleicht auch ein Abo. Ciao.